einem Hund einem Abruf beizubringen, ist mit das Schwierigste, was man einem Hund überhaupt beibringen kann. Und oftmals sagen die Kunden auch, er kommt zwar, wenn ich ihn rufe, aber viel zu langsam. Ja? So, und ich möchte einfach euch mal erklären, woran das liegt. Das liegt einfach daran, dass man in dem Falle wahrscheinlich einen Hund hat, der noch weiß, dass er ein Hund ist. Denn wenn ihr euch vorstellt, und vielleicht hat es der ein oder andere auch schon mal beobachtet, was passiert, wenn ein Hund unerlaubt das Rudel verlässt und von vorne im gestreckten Galopp auf das Rudel zurückkommt? Der wird nicht mit Futter empfangen, das kann ich euch versprechen, sondern der wird von einem bestimmten Hund im Rudel definitiv eine heftige Korrektur bekommen, weil das eine unhöfliche Annäherung ist. Wenn man sich schon entfernt und zurückkommt, dann soll man das bitte höflich machen. Ja? Und das steckt ganz vielen Hunden ganz tief drinnen. Ja? Und darüber, dass wir sie im Prinzip über das Anhalten sagen, Achtung, und ihnen einfach zeigen, dass sie zu uns zurückkommen sollen, werden sie sich langsam nähern, ja? Und wieder zurückkommen, finden können zu ihrem Ursprung, sich langsam und höflich dem Rudel zu nähern. Genau. Eine Kleinigkeit noch, falls diese Frage kommt, weil die kommt häufig, deswegen beantworte ich sie schon mal im Vorfeld. Die Leute sagen häufig, ja gut, also das mit dem Stehenbleiben, ne? Da muss doch der Hund mich zu anschauen, damit er mitkriegt, dass ich stehen bleibe. Das ist dummes Zeug. Hunde haben 250, also Rasseunterschiede, aber 270 Grad Blickwinkel. Das bedeutet, die können nach da gucken und sehen, was da passiert. Die entscheidende Frage ist, ob es sie interessiert, was da passiert. Und dafür haben wir über die Grundlagen gesorgt, ja, dass der Hund im Geiste eben auch in der Distanz bei mir ist und nicht irgendwo anders. Ja, das heißt, ihr werdet voller Erstaunen feststellen, sie können nach da schauen, du bleibst stehen und sie bekommen es trotzdem mit.